Ja, jetzt springe ich, das ist sehr interessant, diese Lesung hier, weil ich springe von Seite 400 und noch was, ja, zurück auf Seite 67. Ui. Ins Zentrum dieses Hochgefühls hinein hörte ich das Klingeln meines Telefons. Ich starrte auf das Display. Die Nummer wurde nicht angezeigt. Plötzlich hätte ich Angst, ranzugehen. Das würde Konsequenzen haben. Die Schicksalslinien hatten sich verschoben. Wie Bachtalo. Die Koordinaten waren nicht mehr an der gleichen Stelle wie zuvor. Hola, sagte ich. Hola, hörte ich eine männliche, sanft klingende Stimme am anderen Ende der Leitung sagen. Sie klingt verrauscht, als wäre der Anrufer sehr weit entfernt. Wie geht es Ihnen? Sehr gut, antworte ich. Wir können uns treffen. Wer sind Sie? Das wissen Sie, entgegnet die Stimme. Alvarez de Cádiz, sage ich. Seien Sie in einer Stunde im La Bodega, sagt er und legt auf. Wenn die Linien sich verschieben, darf man nicht zögern, man muss schnell sein. Schnell und auf der Hut. Ich spüre, wie Wachsamkeit und Klarheit in Wellen aus meinem Gehirn in meinen Körper strömen. Ich spüre, wie der Alkohol in meinem Blut mit erhöhter Geschwindigkeit abgebaut wird, meine Muskulatur geschmeidig wird und mich in einen Zustand wachsender Achtsamkeit versetzt. Ich winke den Kellner herbei, bezahle. Nehme einen Umweg über das Hotel, um mich schnell umzuziehen und 10 Minuten vor der Zeit im La Bodega einzutreffen. Der ältere Herr wartet schon am Tisch beim Fenster. Den Hut hat er auf die Fensterbank gelegt. Was möchten Sie trinken? Fragt er und reicht mir die Karte. Und obwohl er jünger als erwartet aussieht, erkenne ich die Ähnlichkeit zu den Menschen auf dem Foto und wundere mich, dass sie mir nicht sofort bei der ersten Begegnung ins Auge gesprungen ist. Seine hellgrauen, fast weißen Haare trägt er aus der Stirn gekämmt bis in den Nacken, ohne den geringsten Ansatz an der Glatze. Seine graublauen Augen sind von einem markanten, schwarzbraunen Rand umgeben und wirken jetzt heller. Er hat das rundliche, ovale Gesicht vieler Südländer und gleichzeitig scharfkantige Züge, als weil sie seine Haut durchscheinend dünn über Stirn, Wangen, Knochen und Kinn spannt. Unter den Augen schimmern zu blauen Deltas verzweigte Äderchen an beiden Schläfen, zeichnen sich blasse Altersflecken wie zu groß geratene Sommersprossen ab. Seiner gesamten Erscheinung nach würde ich ihn zwischen 70 und 80 schätzen, sehr gesunde 70 oder 80. Bei Entschuldigung, ich wollte was ausgelassen. Angelo Francisco Alvarez de Cádiz. Angeblich geboren am 4. März 1517, sage ich. Das wirft Fragen auf. Und Sie, liebe Besucher, sind hier, weil Sie antworten wollen, antwortet er auf Deutsch. Der hörbare Akzent von zuvor hat sich in den Hauch einer spanischen Färbung verwandelt, könnte aber genauso gut ein portugiesischer oder sogar italienischer Einfluss sein. Verstehe. Und ich möchte sie Ihnen auch sehr gerne geben. Allerdings verzeihen Sie bitte für diese für Sie womöglich unangenehme Einschränkung. Nur unter einer Voraussetzung, dass Sie mir zuerst Antworten geben. Er trommelt mit den Fingern der rechten Hand auf der Tischplatte. Okay, erwidere ich, beide Silben betonen, mehr fragend als bekräftigend. Wissen Sie, verehrter Ankömmling, ich kenne Sie ja nicht. Mein erster Eindruck von Ihnen ist, ich gebe es zu, gemischt, unklar. Sie waren krank, brauchten dringend Hilfe, ja. Jedoch wie bitte, frage ich möglichst höflich. Jedoch brauche ich erst Antworten, Antworten von Ihnen, verehrteste. Ich sehe ihn an, abwartend, wie der Trommel, oder vielmehr ein leises Tippen mit den Fingerkuppen. Zweimal der Daumen, einmal Zeigefinger, zweimal Ringfinger, einmal der kleine, kleinmal der Mittelfinger. Ihre Antworten auf meine Fragen, damit ich sie kennenlerne. Wieder sage ich nichts, schaue ihn nur an. Nun ruht seine Hand. Ich weiß, lieber Gast, das haben Sie sich anders vorgestellt. Sie sind ja hier, um mich zu befragen, haben den weiten Weg gemacht, mich gesucht, mich gefunden, weil Sie etwas über mich erfahren wollen. Wir werden sehen. Aber vorher müssen Sie mir versprechen, mir wahrhaftige Antworten zu geben. Wenn ich mit einer Antwort von Ihnen nicht zufrieden bin, nicht zufrieden, weil sie ausweichend klingt oder unwahr, dann frage ich nach. Und Sie werden mir klarere, eine wahrhaftigere geben. Wenn ich dreimal in Folge unzufrieden bin, ja, ich weiß, das klingt doch recht unangenehm hart, dann kann ich das Gespräch beenden.
Er blickt mich mit seinen blaugrauen Augen prüfend an. Dann, so leid es mir täte, hätten Sie das Recht verloren, von mir Antworten auf Ihre Fragen erwarten zu dürfen, weil wir uns, dann, so leid es mir tut, nicht wiedersehen würden. Pause. Und das kann ich Ihnen jetzt auch schon sagen. Ich werde Ihre wohlmeinenden Fragen an mich erst beantworten, wenn Sie alle meine Fragen für mich zufriedenstellend beantwortet haben. Warum in der Reihenfolge? Die Antwort darauf mit allem Respekt schenke ich Ihnen. Sie lautet mit doch größerem Respekt, weil Sie erst dann reif für meine Antworten sind. Was meinen Sie, wollen Sie sich darauf einlassen? Was bleibt mir übrig, erwidere ich. Verzeihung, aber das ist eine Gegenfrage, sagt er. Unter den genannten Bedingungen leider nicht zulässig. Ja oder nein? Ja, sage ich. Etwas vom Anfang. Ja, ist ein bisschen seltsam, die Angelegenheit. Ja.